Und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Video. Ich bin nicht so gut gelaunt, wie es hier gerade den Anschein macht. Ich bin aber allerdings jetzt schon ungefähr eine Stunde lang runtergekommen. Es ist vor einer Stunde etwas passiert. Heute dachte ich, ist ein chilliger Sonntag. Was soll heute schon passieren? Es gibt sicherlich so Menschen in eurem Umfeld, die sind, ich möchte jetzt mal sagen, so doof, dass sie euch irgendwie auch motivieren. Die geilste Vorstellung ever, was ich mir wirklich immer denke, wenn Leute mich so richtig hart abnerven, wenn die mir so richtig krass auf den Sack gehen, denke ich mir mal so, irgendwann habe ich einfach so viel Geld verdient, dass ich mir einfach dein Haus kaufe und dich rausschmeiße. Oder am besten deinen Job kaufe. Ich kaufe mir deine ganze Arbeitsstelle und feuer dich. Boah, das ist immer so die geilste Motivation ever. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bezogen auf meinen Fall, weil es geht um eine kleine Familie. Es geht allerdings nur um die Frau in der Familie. Aber ich möchte ja nicht, dass das Kind irgendwie in doofen Verhältnissen aufwächst, weil ich sein Haus gekauft habe und es rausgeschmissen habe. Aber das ist so ein kleiner Tipp an euch, Leute. Seht es einfach als Motivation. Wenn das Leben euch eine Zitrone gibt, macht, wie sagt man das, macht Limo draus, add Tequila and drink it as a shot. Keine Ahnung, ich bin schlecht in sowas. Aber denkt euch einfach, ich kaufe irgendwann dein Haus, Digga. Also halt die Fresse. So, jetzt habe ich schon in den ersten eine Minute geschafft, das Video wahrscheinlich zu demonetarisieren. Perfekt. Ich glaube, ganz besonders für Hundebesitzer ist diese Geschichte jetzt sehr nachfühlsam. Ich glaube sogar, dass relativ viele Leute Stress mit ihren Nachbarn haben. Wir wohnen in einem Gebäude, was sehr viele Wohnungen hat. Also wir wohnen nicht in so einem kleinen Gebäude, wir wohnen schon in einem großen Gebäudekomplex, würde ich sagen. Es gibt in diesem Gebäudekomplex auch einen Innenhof. Das Gebäudekomplex hat mehrere Straßen, die dazugehören. Das Gute an diesem Komplex ist, dass es sehr anonym ist. Also viele Leute haben hier gar nicht miteinander zu tun. Niemand weiß so richtig, wer ist. Außer es gibt ja immer so Leute, so eine typischen Alman. Leute, ich bin selber deutsch. Ich bin wirklich selber deutsch. Aber man muss es einfach sagen, das sind so eine typischen Almans. So, es sind typisch so... Ich will echt niemanden angreifen. Ihr kennt mich. Ich bin eigentlich so ein netter Mensch. Aber es gibt einfach so typische Leute. Es gibt hier zum Beispiel so eine Crew an so drei Frauen und die haben sich so zusammengeschlossen. Und immer wenn die über irgendwas sich aufregen, schreiben die so in der Dreier-Community einen Brief und legen das so jedem in den Briefkasten. Wirklich. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens rausgefunden, oh, das ist eigentlich fast ein einzelnes Video wert. Das ist ein einzelnes Video wert. Es gibt in diesem Gebäudekomplex auch eine Prostituierte. Wenn ich über diese Geschichte ein einzelnes Video drehen soll, es ist jetzt nicht so eine mega lange Geschichte, aber es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, dann gebt dem Video mal bitte einen Daumen nach oben, dann erzähle ich euch auch diese Geschichte. Aber auf jeden Fall, diese Dreier-Crew ist schon mal so ein bisschen, mit dem solltest du dich gut stellen. Also wir zum Beispiel haben ja so ein übelst großes Penthouse. Wir haben so mit so Dach, also so mit so einer Terrasse um die Wohnung rum und so. Und die anderen Leute haben eigentlich, ich glaube, es gibt noch eine Wohnung, die hat eine Dachterrasse. Und sonst haben alle Wohnungen Balkons, einfach nur Balkone. So. Außer die im Erdgeschoss, die haben Terrassen. Das Ding an den Terrassen ist allerdings, dass die keine, die sind genau auf der gleichen Ebene wie der Innenhof. Und da sind keine Zäune oder so, sondern nur so Büsche mit so Lücken. Also... ich muss auch ehrlich sagen, ich finde diese Wohnungen super unpraktisch und super unattraktiv, weil jeder dir in die Wohnung gucken kann, der im Innenhof ist und jeder auf deine Terrasse einfach kann. Es ist voll unsicher. Du kannst eigentlich keine Gartenmöbel auf die Terrasse stellen und es ist hier auch zu anonym, als dass man irgendwie jedem hier vertrauen würde. Also deswegen hat auch einfach niemand irgendwelche Gartenmöbel auf der Terrasse, außer die besagte Familie, um die es jetzt geht. Es gibt nämlich eine Terrasse, die ist komplett verbarrikadiert. Wie gesagt, ich kann es voll nachvollziehen. Ich finde diese Erdgeschosswohnungen hier unglaublich unattraktiv. Ich sehe das in extrem vielen Wohngebieten in letzter Zeit, dass immer die Erdgeschosswohnungen so auf der gleichen Ebene sind. Wieso macht man denn sowas? Wieso ist denn nicht so eine kleine Erhöhung? Einfach nur, also wenn man irgendwie schon so ein, naja, was soll ich sagen? Wenn man schon so ein Neubaugebäude baut, dann kann man doch an sowas irgendwie denken. Das ist ja irgendwie, es ist wirklich komplett unattraktiv, finde ich. Aber ist ja auch wurscht, vielleicht mögen es manche auch, keinen Plan. Man merkt es auch am Preis, also die unteren Wohnungen, ich weiß jetzt gar nicht so, die unteren Wohnungen sind halt auch günstiger als die oberen Wohnungen, so, egal. Es dreht sich jetzt um einen Balkon, um eine Terrasse, wo man nicht drauf gucken kann, denn die Familie hat komplett Sichtschutz, was übrigens, oh mein Gott, das hätte ich sagen müssen, oh mein Gott! In der Hausordnung bei uns steht, dass man nicht einen großen Sichtschutz anbringen darf. Das würde so das Bild des Gebäudearchitekten zerstören. Das war auch schon in unserer alten Wohnung so. Da durften wir auch keinen großen Sichtschutz hinstellen, weil der Architekt hat sich ja dabei gedacht, dass es so und so aussieht. Hier ist es halt auch so. Hier soll man eigentlich nicht so einen extrem großen Sichtschutz aufstellen. Haben diese Leute aber getan. Und ich wäre die Letzte, die sich darüber aufregt. Es ist mir, wie gesagt, im Gespräch gerade mit diesen nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte das mein nächster Konterpunkt sein. Wir sind ja hier eingezogen und hatten noch keinen Hund. Wir haben aber schon direkt gemerkt, dass hier super viele Hunde wohnen. Also hier wohnen echt viele Hunde. Hier wohnen auch insgesamt drei weiße kleine Hunde. Und ich glaube, das sind alles Pomeranian bzw. Spitze. Die sehen halt alle ein bisschen unterschiedlich aus für Leute, die sich damit auskennen. Aber ich wette, dass die Nachbarn so sagen,
dieser weiße Hund. Weil mir ist schon öfter passiert, dass ich für Sachen beschuldigt wurde. Darüber geht dann auch die nächste Geschichte, die ihr hört, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Dass mir Sachen an den Kopf geworfen wurden, die ich nicht gewesen sein kann. Oder ich wurde mit einem Namen angesprochen, der ich nicht bin. Und dann war ich so, hä? Weil ich glaube, die Nachbarn sagen dann immer so, der weiße Hund. Egal, habe ich halt Pech gehabt, dass Scoops auch weiß ist, so wie die anderen Stressmacherhunde. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sind hier super viele Hunde. Es gibt auch noch riesengroße Hunde hier. Es gibt auch noch andere kleine braune, schwarze Hunde. Es gibt sehr viele Hunde hier. Es ist, wie gesagt, auch ein Gebäude mit sehr vielen Wohnungen. Und zu allen Wohnungen ist der Innenhof verfügbar. Das heißt, du darfst in diesen Innenhof gehen. In der Hausordnung steht, dass man mit dem Hund in den Innenhof darf, aber man soll ihn doch bitte an der Leine führen. Und das stand nicht die ganze Zeit da, das steht jetzt erst seit kurzem da. Weil sich wahrscheinlich Leute beschwert haben. Aber ich muss sagen, ich kann das auch nachvollziehen. Also hätte ich jetzt ein kleines Kind, könnte mir irgendwie kein Haus leisten, denke dann so, oh cool, hier ist ein cooler großer Innenhof, hier ist ein kleiner Sandkasten, das ist ja perfekt für mein Kind. Und dann sind da die ganze Zeit irgendwelche Hunde, die mein Kind anspringen und in den Sand schmeißen und so, kann ich das ja nachvollziehen, das ist kacke. So. Deswegen habe ich mir eine lange Leine geholt für Scoops und gehe immer mit Leine in den Innenhof, weil es ja auch so erlaubt ist. Ich habe schon mit dem Hausmeister Kontakt gehabt, ich habe mit der Verwaltung Kontakt gehabt. Genauso steht es in der Hausordnung und so ist es auch erlaubt. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass man, wenn der Hund sein Geschäft erledigt, es aufhebt. Sollte selbstverständlich sein, macht nicht jeder, aber ich muss sagen, der Innenhof ist eigentlich immer relativ clean. So, ich habe auch schon ein paar Mal einen Haufen gesehen, aber jetzt nicht wirklich so, dass ich, also ich weiß nicht, wenn du da nicht mit einer Lupe hinguckst, siehst du es eigentlich nicht. Heute war ich so wie immer, wir haben jetzt kurz schon ein halbes Jahr im Innenhof. Ich hatte ihn, wie gesagt, an der Leine, wollte einfach nur kurz mit ihm runtergehen. Voll oft mache ich es übrigens auch so, dass ich so mit ihm eine große Runde laufe und dann am Ende nochmal in den Innenhof gehe und mit ihm so nebenher die ganze Zeit renne, damit er nochmal so richtig rennt und so, weil auf der Straße ist er so abgelenkt und will immer nur jeden Baum markieren. Dann hat er da Wiese, weil er liebt Wiese über alles und kann ein bisschen rennen. Das ist ja perfekt und es ist ja auch erlaubt. Und zum Beispiel, was ich auch immer mache, einfach weil ich übel, ich hasse einfach Menschen. Ich hasse es einfach, in Kontakt mit Menschen zu gehen und mit diesen, mit dem Hund wirst du eh schon auf der Straße so oft angelabert. Wenn ich dann sehe, dass Leute im Innenhof sind, also wenn da Leute mit ihren Kindern sind oder so, dann gehe ich immer gar nicht in den Innenhof, weil ich habe gar keinen Bock, dass die dann Scoops alle streicheln wollen und dass dann immer zu so einem Gespräch kommt. Ich habe immer keinen Bock auf Gespräche mit fremden Leuten, die immer gleich sind. So, jedes Gespräch mit fremden Leuten ist immer dasselbe. Immer wie alt Scoops ist, was für eine Rasse ist, ob es eine Frau ist. Darf ich ihn beißen, der? Darf ich ihn hochnehmen? Oder die fragen nicht mal und nehmen ihn einfach hoch. Das mag ich auch nicht, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall gehe ich dann immer nie in den Innenhof. Ich gehe heute in den... Wie oft habe ich Innenhof gesagt, Leute? Das könnte ein Trinkspiel sein. Ich laufe wirklich so ungefähr 3 Schritte. Auf einmal guckt so ein Kopf aus dem Sichtschutz, aus dieser Barrikade so oben durch. Also so, richtig so. Hallo? Wie so ein Erdmännchen. Ich so, hallo. Also ich habe einfach begrüßt. Ja, können Sie mal bitte kommen? Ich mir so, okay, was kommt jetzt? Gehe mit Scoops an der Leine dahin. Dann sagt der Mann so zu mir, also ich habe einen Mann gesehen, ich habe aber auch gehört, dass da noch andere Leute waren. Also ich glaube, da waren 3 Erwachsene und ein Kind oder so. Der Mann sagt so zu mir, ja, es ist uns in letzter Zeit aufgefallen, dass hier immer wieder Häufchen sind, hier vor unserer Terrasse. Und das geht ja so nicht. Dann sage ich so, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber Sie sehen, ich habe hier einen Kackibeutel dabei. Ich heb's immer auf. Also gerade, weil ich das ja verstehen kann. Dann guckt er mich so an, als wäre ich irgendwie die Einzige, die gerade daran Schuld haben könnte. Also er hat nicht gesagt, ja, kann ich nach... Ja, stimmt, es gibt ja hier noch andere Hunde, sondern er hat mich einfach nur so angeguckt. Dann sage ich so, ja, okay. Dann ruft er auf einmal eine Stimme, die ich nicht gesehen habe. Hunde sind hier auch gar nicht erlaubt. Und ich gehe so wieder zurück. Ich sage so, doch, sind sie. Nee. Guckt auf einmal so ein zweites Erdmännchen da raus. So eine blonde Frau. Ich sage so, doch, Hunde sind hier erlaubt. Es steht in der Hausordnung. Nein, in der Hausordnung steht, dass Hunde hier nicht erlaubt sind. Ich sage, in der Hausordnung steht, dass Hunde mit Leine zu führen sind im Innenhof. Mehr steht da nicht. Und ich habe hier gerade einen an der Leine. Ja, und in der Hausordnung steht, dass man das Geschäft aufheben soll. Ich sag so, ja. Und was mache ich? Also, warum habe ich eine Tüte dabei? Weil ich die Kacke aufheben werde. Ja, aber die Pipi kann man nicht aufheben. In dem Moment war ich so, meint die Hausordnung, dass man irgendwie, soll ich immer das Rasenstück abschaben, wo mein Hund hinpipiet? Oder, also, sorry, aber ich mein, weiß nicht, sehe ich das irgendwie falsch? Oder bezieht es sich bei so etwas nur auf den Kot? Und wieso ist denn nicht generell ein Hundeverbotenschild irgendwo? Oder warum steht denn nicht in der Hausordnung, dass der Hund verboten ist, wenn ausgeschlossen werden muss, dass er Pipi macht? Das kann man doch, wenn der Hund Kacki machen sollte, kann man, sieht man es ja noch, da macht er ja noch Anstalten. Aber so einmal kurz das Bein heben und Pipi machen, das, wie sollst du das denn, also tut mir leid, aber, hä? Achso, ich meinte zu ihr, hier sind übrigens auch Katzen. Katzen sind nicht an der Leine zu führen, warum auch immer. Hier sind aber so viele Katzen, die immer vom Balkon runterspringen, auch in den Garten gehen. Und Katzen haben es zum Beispiel auch an sich, dass sie ihre Kacke immer verbuddeln. Zum Beispiel bei da, wo ich früher gewohnt habe, da waren auch richtig viele Katzenkacke immer im Sandkasten. So, dagegen kann man halt nichts machen. Und wenn sie mit ihrem Kind auf den Spielplatz geht, dann kann sie sich sicher sein, dass da auch schon mal irgendein Fuchs oder so hingepipit hat. Ist ja auch wurscht. So. Ich habe also die ganze Zeit mit denen diskutiert. Ich habe immer gesagt, nein, in der Hausordnung steht aber,
man darf Hunde an der Leine führen und die sagen nein. Und dann immer so, ja, nee, das können Sie auch gerne in der Hausordnung nochmal nachlesen. Ich so, ja, ich habe vor kurzem erst mit dem Hausmeister geredet, der hat mich hier mit dem Hund gesehen, das ist doch kein, also der hat auch nichts gesagt so. Die wollen ihn sogar immer noch streicheln geben, den Leckerlis. Scoops währenddessen, by the way, checkt gar nicht die Lage und will die ganze Zeit hochspielen, weil auf der einen Seite ist sozusagen kein Sichtschutz, sondern so eine kleine Hecke. Und da stand das kleine Kind auf so einem Hocker und hat die ganze Zeit gesagt, wow, 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 wow. Hat die Situation wieder maximal awkward gemacht auf jeden Fall, weil ich musste ja hart bleiben. Und ich fand das einfach nur lustig, weil Scoops das gar nicht checkt und dachte so, oh, nette Menschen, ich will unbedingt zu den Menschen. Und die hassen ihn gerade in dem Moment. Was mir aber direkt aufgefallen ist, ist, dass der Mann absolut 0,0% die Hosen anhatte. Der war ja sogar noch richtig nett zu mir. Der hat mich halt angesprochen, aber man hat schon richtig gemerkt, er kann mich voll verstehen. Also das war die ganze Zeit so, die Frau hat ja dann die ganze Zeit immer irgendwas gelabert so von hinten. Und immer so zickig. Aber der Mann musste mich ansprechen. Was sollte ich dann noch diskutieren? Ich weiß, schwarz auf weiß, dass in der Hausordnung steht, dass der Hund mit der Leine im Innenhof erlaubt ist. Die sagen nein. Und die wollen, dass ich die Pipi aufhebe. Beziehungsweise die sagen, Hunde sollen generell verboten sein, weil man die Pipi ja nicht aufheben kann. Sollte das so schwarz auf weiß in der Hausordnung stehen, würde ich ja auch nichts dagegen sagen. Wisst ihr, was ich meine? Aber es steht nun mal so, dass ich Recht habe da drin. Zumal ich mir nichts zu Schulden kommen lasse. Und ich war noch voll nett zu denen. Also ich hab ja mit denen diskutiert auf Augenhöhe. Und es war für mich schon eine scheiß Situation, weil ich war da komplett alleine. Die waren zu dritt. Mit einem Kind, also zu viert. Nach der ganzen Diskussion bin ich halt einfach, ich habe einfach so gesagt, ja, was soll ich jetzt sagen? Bin mit Scoops einfach so einen kleinen Bogen gegangen und wollte wieder so zurücklaufen. Ihr müsst wissen, ich bin hier zurückgelaufen. Hier hinten irgendwo ist der Sandkasten, okay? Und ich bin wirklich gerade zurück, ich habe mich einfach umgedreht und bin zurückgelaufen. Die Frau schreit, ja genau, verzieh dich und weg vom Sandkasten, du dumme Kuh. Ich war wirklich so, ich war mit dem Rücken zu ihr gedreht. Diese Situation hat sie genutzt, um mich zu beleidigen. Übrigens haben die mich die ganze Zeit geduzt wegen dem Gespräch. Und das hat mich so abgefuckt. Ich hasse es eigentlich, wenn man mich sieht, ne? Ich hasse es. Aber ich bin volljährig. Ich bin eine offiziell erwachsene Frau. Was gibt ihr das Recht, mich zu duzen? Was, die haben mich generell dadurch so voll untergestuft. Wisst ihr, was ich meine? Und das hat mich, und das meine ich mit, ich will irgendwann so viel Geld haben, dass ich denen einfach so beweise, nur weil ich jünger aussehe, als du, Schrulle, die komplett wahrscheinlich unglücklich ist und irgendwie denkt, oh Mann, warum habe ich ein Kind gezeugt mit diesem Mann, den kann ich immer unterbuttern. Das hat man so gemerkt, ihre Beziehung von denen war so, er war so untergebuttert, er war so der Hund und sie war so unglücklich. Oh, wie kann man so sein? Auf jeden Fall drehe ich mich um und sag so, warum musst du mich jetzt beleidigen? Also hab ich halt auch geduzt, was es soll's. Und der Mann war einfach nur so, dem war es ultra peinlich. Der hat einfach nur so, ich habe ja nicht viel von ihm gesehen, aber er hat die Schultern so gezuckt und hat die Augen verdreht. Das bedeutet, er stand auch nicht so hinter der Aussage seiner Frau. Hoffentlich, hoffe ich für ihn. Währenddessen das Kind die ganze Zeit, wow, 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 wow. Und dann habe ich einfach gesagt, tut mir leid, aber deine Mutter mag keine Hunde. Und bin gegangen. Also ich bin dann ganz langsam, ich bin nicht komplett gegangen, ich bin im Innenhof immer noch geblieben, bin so meine Runden gegangen und bin dann einfach irgendwann rausgegangen aus der Tür. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin einfach, ich habe gezittert vor Wut, Leute. Ich bin wirklich, ich habe mir nichts zu schön kommen lassen. Ich bin einfach so, wie es komplett erlaubt ist, wie es jeder hier im Haus macht. Ich war mit Kackibeuteln da. Ich habe alles gemacht. Scoops ist übel der süße Hund, der bellt nicht. Der ist komplett nett, der liebt jeden Menschen. Kein Hund, vor dem man irgendwie Angst haben müsste oder vor dem man sagt, oh, meine Kinder sollen nicht gefährdet werden. Klar kann ich verstehen, dass ein Kind nicht in Kacke reinfassen soll oder so. Kann ich komplett verstehen. Oder ich lasse Scoops auch nicht in den Sandkasten gehen. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist, ich verstehe das. Aber das habe ich denen auch gesagt. Und die haben mir einfach erstens nicht geglaubt und zweitens hat sie mich dann beleidigt. Und dann hatte sie nicht mal die Eier in der Hose. Und es macht nicht mal Sinn, dass sie mich beleidigt hat, weil ich war so, ich habe so den Kontakt gesucht. Nur irgendwann konnte ich halt nicht mit denen diskutieren, habe gesagt, ja, was soll ich jetzt sagen und bin weggegangen. Weil das war so, was soll ich denn sagen? Ich habe meinen Standpunkt, ihr habt euren. Sollen wir damit vor Gericht gehen oder was ist eure Mission gerade? Und dann sagt sie, verzieh dich, du dumme Kuh, und weg vom Sandkasten und schreit das so richtig und geht direkt rein. Das war so peinlich. Ich finde, das ist so eine peinliche Situation. Ich finde das so schade, weil ich habe mich hier eigentlich übelst wohl gefühlt. Aber ich muss sagen, das zieht mich nicht runter, weil ich weiß, dass ich im Recht bin. Es sei denn, irgendwann wird jetzt wegen diesen Opfern die Hausordnung geändert und die Hunde dürfen gar nicht mehr in den Innenhof. Dann ist es halt so, dann muss ich mir einen Park in der Nähe suchen, wo Scoops dann rennen kann oder so. Er liebt halt Wiese so und das war einfach eine perfekte Möglichkeit. Aber dann ist es halt so. Ich meine, ich kann mit ihm auch auf der Straße rennen. Aber das nächste große Wiesenfläche, was laber ich hier? Die nächste große Wiesenfläche muss ich mir dann halt erstmal suchen. So, was soll's. Whatever. Es ist nur so, ich zahle auch mit, dass ich diesen Garten nutzen darf. Genau wie die. Und ich finde es einfach irgendwie so erschreckend, dass es so, die haben ja nicht mal so nett, also der Mann schon, der hat schon so relativ nett das Gespräch gesucht. Aber die Frau war halt direkt so auf 180 und beleidigt mich. Und das ist einfach so, warum bin ich jetzt eine dumme Kuh? Wieso? Ich war zu keinem Zeitpunkt frech
Und ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie, man konnte zu keinem Zeitpunkt nicht mit mir reden. Also ich war, was soll ich denn noch mehr machen? Ich wette, die hätten gewollt, dass ich gesagt habe, okay, ich verkaufe den Hund, tut mir voll leid. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob da noch was kommt. Es wird mir auf jeden Fall jetzt nicht verkacken, in den Innenhof zu gehen. Ich werde trotzdem weiter in den Innenhof gehen. Das ist, juckt mich einen kompletten Scheiß, solange ich im Recht bin. Von sowas dürfte man, darf man sich einfach nicht runterbuttern lassen. Meine Mom zum Beispiel hat auch so eine schlimme Nachbarin, das glaubt ihr gar nicht. Die kann von ihrem Balkon direkt in den Garten, meine Mutter hat halt so einen eigenen Garten, kann sie komplett reingucken und von oben schreit sie dann immer so, ja, dein Garten ist ja voll hässlich, wann hast du denn das letzte Mal gemäht, bist du zu busy damit, irgendwie an deinem Handy zu sein oder so. Also solche Nachbarn gibt es halt auch, das wäre, glaube ich, nochmal einen Tacken schlimmer. Eigentlich könnten wir jetzt dieser Nachbar sein, wenn wir ganz oben wohnen und runtergucken können auf deren scheiß Balkon. Junge, ich konnte es wirklich nicht glauben, ich war wirklich so, wie feige ist man denn, dass man zu einer jüngeren Person, die fühlen sich ja schon krasser als ich anscheinend, ich drehe mich mit dem Rücken zu denen und dann fängt sie an, mich zu beleidigen und rennt richtig schnell in ihre Wohnung. Was ist das? Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr findet, dass diese Person im Recht ist. Ich verstehe ja, meint ja Ansätze davon. Aber warum soll ich mich für etwas schuldig erkennen, für das ich keine Schuld habe? Wisst ihr, was ich meine? Und wie, also, es ist einfach uncool. Es ist sau uncool. Ja, das ist eigentlich, es gibt hier keine richtige Moral. Die Moral ist eigentlich, lasst euch nicht unterbuttern, wenn ihr fälschlicherweise für irgendwas angeklagt werdet. Und steht für euch ein. Seid nicht beleidigend. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Seid nicht unnötig beleidigend. Habt immer, behandelt euren Nächsten immer mit Respekt, mit sehr viel Respekt. Und hinterfragt Sachen. Hinterfragt, ne? Genau. So viel dazu. Ich werde das Video jetzt schneiden. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr Bock habt auf die Prostituiertengeschichte. Danke fürs Einschalten. Ich habe euch ganz lieb. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.